good. Was geht ab, Freunde? Sascha von Skill Gaming TV aus Video und herzlich willkommen zur 7. Folge von Balotellis zweite Chance. Wir haben jetzt ein komplettes Non-Record-Team mit dazugekommen, sind zu einem linker Flügel Bonaventura von AC Mailand und auf dem rechten Flügel von AS Rom natürlich ein Italiener Florenzi. Beide eigentlich ganz durchschnittliche Werte als Non-Record-Spieler gehen in Ordnung. Das ist der erste Gegner für diese Episode. Diese Episode spielen wir mal wieder zwei Spiele. Die letzten drei, vier Episoden haben wir immer nur ein Spiel gemacht. Habe ich mir jetzt mal gedacht, komm, hauen wir mal eine Episode oder eine Folge raus mit zwei Spielen. Das ist das gegnerische Team, ein Serie A-Team mit Irbabo natürlich vorne, rechter Flügel, Iturbe, linkes Mittelfeld, El Shaarawy, Abwehr auch ganz okay, geht aber besser, meiner Meinung nach. Und dann in der 38. Minute ist die beste Szene von unserem Gegner oder von den Spielen in den ersten 38 Minuten und habt ihr gesehen, er passt den einfach kurz und dann steht er im Abseits. Naja, was soll's, wir spielen rein in der 41. Minute über Balotelli, hatte Glück, dass er nochmal am Ball kommt, jetzt wird er gezogen und fällt hin und der Schiedsrichter zeigt auf den Punkt und gibt Strafstoß. Das ist wirklich die erste Szene im Spiel, die wirklich, ja keine Ahnung, wie soll man sagen, halt für Aufregung gesorgt hat. Davor, vor dem Freistoß war überhaupt nichts, dann kam der Freistoß, dann war lustig, aber auch nichts. Das ist halt die erste Chance für uns und gleich eine hundertprozentige Elfmeter für Mario Balotelli. Den macht er eigentlich fast immer rein. Mario Balotelli macht den locker rein. Links unten ins Eck. Nein, eher in der Mitte, ein bisschen weiter links. Grünpunkt habe ich nicht allzu gut getroffen, wie man gesehen hat. Deswegen muss ich weiter unten ziehen. Und damit steht es zur Halbzeit 0:1. Wir haben mehr Ballbesitz, mehr Schüsse und Zweikämpfe haben wir auch mehr gewonnen. Und springen hier rein in die zweite Hälfte. Dieses ist in der 70. Spielminute Balotelli mit dem Schuss und der Ball geht nur an die Querlatte. Riesenchance, richtig starker Schuss von Balotelli. Letzten 15 Minuten, hier kommt unser Gegner, erste Riesenmöglichkeit und das war eine hundertprozentige Chance. Aber wir haben Glück, dass Irbabo oder Guarin, wer das auch immer war, den Ball nicht reinmacht. Somit steht es nach 19 Spielminuten 0:1 für uns. Und wir gewinnen das erste Spiel der Episode. Ja, war jetzt wirklich kein spannendes Spiel, aber das war echt anstrengend meiner Meinung nach. Also als ich da gespielt habe, hinten musste man aufpassen. Vorne hat man nicht so viel hinbekommen, weil beide Mannschaften sehr gut in der Defensive waren. Aber wir haben halt einen Elfmeter bekommen, zu Recht. Und Balotelli hat den auch eiskalt reingemacht. Spieler des Spiels ist auch mal Balotelli mit den 1:0. Ich denke mal, der Sieg geht in Ordnung. Somit haben wir einen neuen Spieler bekommen, einen Neuzugang. Nämlich Buffon von Juventus, die Legende. Auch immer noch sehr starke Werte. 90 Positionsspieler, also richtig, richtig krass. 1000 Münzen hat er gekostet, also auch wirklich nicht viel. 82 Gesamtbewertung, geben jetzt noch mal unseren italienischen Manager einen Vertrag. Und dann suchen wir unseren nächsten Gegner. Und hier ist auch schon folgendes Team, hat er kommen. Der Gegner 100 Chemie, 75 Bewertung. Ein geiles Hybrid, muss ich sagen. Quaresma, Piatti und Rodrigo vorne im Tor. Handanovic, auch ein sehr starker Keeper. Innenverteidigung, Bono und Basagli. Und Mittelfeld, ja auch durchschnittlich. Aber meiner Meinung nach ein gutes Hybrid, was er sich da zusammengestellt hat. 14. Spielminute, der Gegner über Herr Handanovic macht einen Fehlpass. Balotelli ist dazwischen, zieht jetzt mit dem Schopf nach innen, geht weiter und jetzt zieht er ab. Aber Handanovic ist ganz schnell unten und kann den Ball abwehren. Somit bleibt es weiterhin beim 0:0, aber hier stark durchgesetzt. Balotelli immer noch am Ball. Balotelli holt einen Freistoß raus. Muss eigentlich auch Geld geben in der 42. Spielminute. Und der Schiedsrichter gibt auch Geld für Basagli mit der Nummer 13. Und somit eine gefährliche Freistoßposition. Der Gegner lenkt die Mauer weiter nach rechts. Somit geht der Keeper nach links. Damit habe ich nicht gerechnet. Aber wir kriegen trotzdem noch einen Eckball kurz vor der Halbzeit. Vielleicht führt das ja zum Tor. Kurz vor der Halbzeit ein wichtiger Treffer zu wünschen wäre es. Ferrat, die führt Ecken aus. Die Flanke kommt nach innen. Balotelli steht da.
und eiskalt eingeköpft in der 45. Spielminute zum 0:1. Unser Captain macht hier die Führung klar mit einem Kopfball, starke Ecke, und dann kommt er den Ball entgegen und köpft ihn eiskalt in die Mitte, oder keine Ahnung, wie das Tor gefallen ist, also welche Ecke genau, ich denke mal in die Mitte. Ja, wir haben bessere, mehr Ballsitz, glaube ich, und springen rein in die zweite Hälfte, gleich mal 49. Minute. Halbzeitstatistiken konnte ich jetzt nicht so viel vorlesen, aber ihr habt es ja selber gesehen. Und in der 49. Minute zeigt der Schiedsrichter gleich mal für uns auf den Punkt. Und wir kriegen, ja, ich würde mal sagen, zu Recht einen Elfmeter, hat ihn da Schwung getroffen, nicht den Ball. Nur Balotelli, und der hat jetzt auch die Chance, 5 Minuten nach der Halbzeitpause das 2:0 zu machen. Balotelli läuft an, mit etwas Glück haute den Ball sogar rein. Handanovic war in der richtigen Ecke, war auch sogar noch dran. Aber Mario Balotelli hat das Glück auf seiner Seite. Oder wir eher gesagt haben das Glück auf unserer Seite. Somit führen wir mit 2:0. Hier nochmal eine Wiederholung zu sehen. Da war Handanovic dran und dann geht er nach oben ans Netz, nicht an die Latte. Also Glück für uns, 2:0. 79. Minute, erste Chance für unseren Gegner. Und dann fällt er und der Schiedsrichter pfeift ebenfalls Elfmeter. Meiner Meinung nach überhaupt kein Elfmeter. Er holt aus, trifft uns und fällt dabei hin. Naja, na, kann man ja nicht ändern. Meiner Meinung nach muss man den Elfmeter nicht gehen, kann man aber. Aber naja, er läuft ihn hinterher, versucht den Ball zu bekommen. Er holt aus, trifft ihn. Aber naja, Berührung war da. Schiedsrichter gibt Elfmeter. Und wir führen ja immerhin 2:0. Deswegen ist das nicht so schlimm. Buffon gegen Rodrigo, und Buffon entscheidet sich für die falsche Ecke. Ich wollte jetzt in der Mitte stehen bleiben, hab gedacht, ich hab den Elfmeter denn da verwandelt, dann macht er das vielleicht auch. Also, naja, nach der Elfmeterentscheidung, nach den 1:2 ist nichts mehr passiert. Somit gewinnen wir das Spiel mit 1:2. Also zwei Spiele gemacht, zweimal ganz knapp gewonnen. Einmal 1:2, einmal 1:2. Ich glaube, wir haben beides mal auswärts gespielt. Spieler des Spiels, Man of the Match, wieder Mario Balotelli mit einer 9,0. Schüsse waren gleich und somit haben wir zwei neue Neuzugänge bekommen. Zwei neue Spiele, zwei neue Innenverteidiger. Rechtsverteidiger gibt es leider nicht. Einen seltenen Goldspieler, deswegen bleiben wir dabei. De Siglo, oder wie man ausspricht. Rechter Innenverteidiger ist jetzt Barzagli, gegen den haben wir gerade eben gespielt. Und linker Innenverteidiger ist Chiellini mit 8500 Münzen, hat er gekostet. Beide sehr starke Innenverteidiger, beide aus der Serie A, beide von Juventus Turin, und im Tor haben wir ja, wie gesagt, Buffon, Mario Balotelli, 17 Spiele, 27 Tore, 3 Vorlagen, habt ihn auch im anderen Team drin. Und ja, dann würde ich sagen, war es das schon von dieser Episode. Ich würde mich natürlich wieder über einen Daumen nach oben freuen. Haut rein, bis zur nächsten Folge, macht es gut und ciao!